Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Wir sind da bereit, Vollgas abzurocken, was geht. Wir befinden uns jetzt in einer neuen Session, die jetzt beginnt. Werden wir schauen, wohin uns diese Session hinführt. Ans Ende der Welt, in das Innere eines Regenschirms oder vielleicht gar auf die Oberfläche, nur ganz, ganz viel vergrößert, eines Schnittlauchhalms. Wir werden es herausfinden, wenn nicht in diesem, dann im nächsten Part von Stronghold. Und jetzt viel Spaß mit uns selbst. Doc und Rock, jawohl, wir haben die Mission, wo man gegen zwei Saladine spürt. Die letzte Aufnahmesession ist jetzt schon wieder mal 2 Wochen her. Da ist er, Saladin der Weise. Wir haben, ja, es... Und da ist er der Gerechte. Ich hätte ihn auch zünden. Wir haben nämlich so viel zu tun gehabt, das war gerade Klausur. Zeit bei uns im Studium und das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Wir haben so viele Schüllinge uns anschauen müssen und aus Körperhöhlen hinausfischen müssen. Also es war ungut. Es war wirklich ungut. Aber jetzt sind wir wieder da, bereit zum neuen Schandtaten. Ihr seid der drittgrößte Maulei. Wir sind zu dritt, oder? Ja, unbedingt. So geil. Unbedingt die. Nee. 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 Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Jo, was haben wir wieder mal? Die Karten können wir ja auch schon. Ich habe das zweite Mal vergessen am ersten Blick, dass da hinten ein Farmland sich befinden mag. Oder sich befinden tut. Du gönnst dir Bürger. Ja, immer gönnen. Okay. Gönn dir Maulei. Und da rettet da schon einer. Wisst ihr, was lustig ist? Es ist jetzt im Moment, Samstag, 7:45 und wir zwei Wollen hocken da, teilen uns gerade eine gigantisch große Flasche Eis der Pfirsich von einer namenswerten Firma, die wir nicht nennen wollen, aber es kommen die Wortlaute auch vor. Davor steht ein R. Und ja. Schlechte mit der Werbung, Schleichwerbung. Schlechte Werbung. Wie können wir helfen? Lagerungsgeräte bemannt. Ich habe heute erst wieder einen Part geschnitten an früheren. Weißt du, dass man sich manches Mal schon denkt, bis deppert haben wir gute Witz? Sind wir seltsamer Gedankengang? Definitiv nicht. Was war denn da so? Jetzt haben wir Retro in den Retro-Let's Plays. Was haben wir denn für einen Oberaffentitten mega geilen Schmäh gemacht in der Vergangenheit? Bin zur Stelle. Hey Mami, guck mal, wie episch ich bin. Hey Mami, guck mal, wie episch ich sein kann. Oh Mensch, Mami, du guckst ja gar nicht. Sind auf dem Weg. Oder sowas. Wer hat das gesagt? Bogenschützen bereit. Die. Wer sonst? Bitte, fuck. Da waren wir aber schon. Puh. Da haben wir schon ordentlich Dank gehabt, ne? Der ordentlich viel. So viel Eis, glaube ich, hätte man gar nicht trinken können, was man dazu hat. Das ist ein Zuckerschock. Ein Zuckerschock. Ein Zuckerschocki. Weißt du, was ich gestern wieder beim Hofer gefunden habe, was es jetzt anscheinend wieder öfters gibt? Mhm, gefunden. Center Shock. Center Shocker. Oh. Kannst du dich noch erinnern? Habe ich nie so wirklich. Ja, an den Namen schon, aber habe ich nie so wirklich. Ja, aber, mich schocken lassen davon. Ja, aber wenn wir es nicht selber irgendwie daheim oder so, dann haben wir das ja nicht wirklich oft gegessen, aber das waren doch so die ich mag meine Hänger. Die ganz klassischen Erlebnisse, die wir damals mit Center schon gehabt haben, und da warst du ja sicher dabei, wie wir sie am Spielplatz getroffen haben, so mit 10, 11, sind wir zu einer Supermarktkette gegangen oder zu einer Drogeriekette, die es heute leider nicht mehr gibt, zum Schlecker. Und haben uns ein Backel Center Shock gekauft und waren wir ganz arg geworden, sogar zu 5-2 Backeln. Und dann ist es darum gegangen, wer traut sich mehr Center Shocker auf einmal reinhauen. Und teilweise waren ja für den damaligen. Für das Kindheitsgaumen-Erlebnis. Genau, waren ja die wahnsinnig sauer.
Und jetzt im Moment, wo wir drüber reden, zahlt es mir sogar gerade ein bisschen zusammen. Aber das war, hast du da mitgemacht? Bitte, ich bin nicht geschädigt von früher, ne? Ja, hast du das nicht gemacht? Nein, ich glaube nicht. Aber das waren so die Klassik am Spielplatz und wer traut sich mehr Center-Schocker reinhauen, der war der King vom Spielplatz. Mit was greift man da an? Ich weiß nicht. Dafür war ich ein anderer King, ich habe eine Sonderstellung gehabt. Ich habe nämlich immer die besten Yu-Gi-Oh!-Karten gehabt. Wir haben Eisen. Weil meine Eltern damals schon eBay verstanden haben. eBay? Mhm. Dann machen wir wieder mal ein paar Pikeniere. Vielleicht ein bisschen mitgewitzt mit ein paar arabischen Einheiten. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Wo ist denn die Waffenkammer? Die Waffenkammer ist drüben. Gut, das haben wir verschissen. Die Laufwege. Deswegen setzen wir das Lehrer da her. Zack, da glaube ich, wie das setzt. Wir reden ja immer relativ oft von Film-Events und was einem halt gerade so kommt dieser Tage. Ich habe vor ein paar Stunden heute erst wieder gelesen auf Wikipedia, ein wenig. Also vertrauensvolle Quellen. Auf meiner Schenke. Ja, ein paar Gerüchte, was Marvel betrifft, weil die ja auch einsteigen, also Disney steigt ja ein ins Streaming-Dienst anschaffen. Und ich habe etwas gehört, das mich sehr erfreut hat, bezüglich Serien fürs MCU. Also ich nehme mal an, dass das eher nur so ein bisschen den Charakter von Gerüchten hat. Aber was ich da gesehen habe, waren scheinbar Pläne für Miniserien mit Figuren aus den Marvel-Filmen. Als Beispiel Loki. So geil. Das heißt Figuren, die nie wirklich einen eigenen Film ganz genau, haben, ganz genau. Aber doch tragend für die Handlung waren. Ganz genau. Beispiel Loki, Beispiel, also brennt es ja nicht. Der neue Spider-Man, den braucht ja auch Scarlet Witch zum Beispiel. Gibt's auch Scarlet Witch und Vision. Da habe ich schon mal was gehört von Scarlet Witch. Das okay. Es kann sein, dass ich das schon mal wo gelesen habe. Mit Scarlet Witch habe ich schon irgendwas einmal gehört. Dass da was zumindest in Planung oder Gerüchte ist oder so Rumoren. Rumor. Es bereits gegeben hat. Ja. Und unter anderem Anno mit Falcon und Winter Soldier. Geil. Also Combo, wo man sagen kann, das hat Potenzial, also wenn man das durchzieht. Mhm. Ja. Ich meine, für einen wie mich, der die Marvel-Filme eigentlich prinzipiell nicht mag, finde ich, ja, das kann es leider mal sein. Weißt, ich bin zu cool für sowas. Das ist alles so kindisch. Interessiert mich für Erwachsene. Eine Nachricht von Saladin. Na schau wieder. War aber mega geil. War cool. Hat auf jeden Fall Potenzial. Ich will, dass das fair übergreift. Es ist ja bei uns jetzt mittlerweile schon zwei Wochen her, seit der letzten Session. Ja. Und ich glaube, nämlich jetzt 12 Tage. Hast du seitdem privat etwas gezockt? Nein, eigentlich nicht, weil ich in einer Stadt war, in einer näheren Stadt, über eine längere Zeit. Okay. Ohne Zugang zu. Kennt man diese Stadt? Ohne Zugang zu Zock Utensilien. Hier gibt es eine Bogenschütze. Kennt man diese Stadt? Ja, kennt man schon. Zwerndorf. Nicht wahr? Da war ich auch schon einmal kurz. Einmal ganz kurz? Ja. Das Brot bricht uns ein. Ist gut. Ah. Ihr habt nicht genügend Gold. Dieses liebe Wien. Aber nein, es fühlt sich dann auch mal so ein bisschen, ja, komischer. So, wie lange habe ich nichts gezockt mehr?
So, längere Zeit, so 2 Wochen so. Zwölf Tag? Ja, 12 Tag, danke. Wenn du schon so nett mitzählst, dann wird das so sein. Ich hab eigentlich... Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Vorwärts! Jetzt genau immer eine mit der vollsten Kanne. Was hast du eigentlich? Ich hab eigentlich die letzten 4 Tage eigentlich... Nein, 3 Tage. 3 oder 4 Tage. 4 Tage, das war lang. Auch nicht gezockt, was für meine Verhältnisse relativ extrem lang ist. Ja. Ich habe jetzt damit Xenoblade Chronicles angefangen. Ja, ich glaube, das habe ich im letzten Paar dazu, dass ich mich freue, dass ich mit dem Anfang, oder dass ich schon angefangen habe, weiß ich gar nicht mehr. Yeah. Was im letzten Part so aktuell war. Was im letzten Part sagt er, oder? Ja, also jetzt im Moment sage ich gerade eh so, immer. Nein. Es ist MMORPG, was willst du? Morg. 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 Das ist. Kann man eigentlich immer zocken. Wir Getreide farmen, dass der Anker was machen kann, dass der Anker gescheit hackeln kann. Für das Brot. Jo. Sonst. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, ist, dass ich die Wii aufgehört habe. Boah, der Wii Sports ist irgendwie. Ich mag's einfach. Irgendwie. Ich hab zwar kein Wii, aber immer wenn man es irgendwie spielen kann. Bei mir. Bei dir. Achtung! Und während alle anderen Leute sich auf einem gesellschaftlichen Event befinden. Ja, stimmt. Haben wir einmal gemacht. Das war super, das können wir öffentlich sagen. Wir waren auf einem Ball unterwegs und irgendwann sagt man so, hey, wie bist du jetzt auch? Wo fahrt, oder? Wir sind so da gewesen und so. Und irgendwann sind wir halt dann zu mir gegangen und dann haben wir im Anzug haben wir Wii Sports gespielt. Für Kegeln. Für Kegel, ja, ja. Ja, da brauchst du entsprechendes gesellschaftliches Ereignis dazu. Kegeln und Golf. Müssen wir wieder warten, bis irgendwann ein Ball ist, sonst können wir nicht spielen. Aber siehst du, das können wir wieder machen. Ja, einen gibt es eh noch, auf den muss man gehen, der ist ein richtiges gesellschaftliches Ereignis. Und einen anderen gibt es noch, der ist ein Schlaftablettenfall, da kann man es machen. Was heißt der Schlaftabletten? Das Durchschnitt sollte scheint dort durch. Und die Anzahl ist auch ungefähr. Gut, scheint dort. 40 Leute? 50? Aber es macht nichts. Ich finde es ja gut, dass es überhaupt noch sowas gibt. Ja genau, es muss auch solche. Die Zeit arbeitet Leute gegen solche. Genau. Das Volk liebt euch mal auch. Nahrung ist aus. Na, das kannst du. Das kann man. Jetzt bin ich schockiert. Jetzt bin ich zutiefst schockiert. Laufwege wahrscheinlich zu lang oder sowas. Da müssen sie erst arbeiten, die G3D-Farmin. 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 Gut. Man sieht ja ganz. Ich hab die. Nee, ich hab das Sklaven vergessen. Sklaven vergessen. Outhinken ist wichtig. Das sind keine Sklaven. Das hast du beim letzten Mal ja gesagt, das sind freie Arbeiter. Genau. Mit denen wir für einen Hungerlohn dann doch ein bisschen was anbrennen lassen. Zehn Sau. Kannst du bitte die Mauer einschalten? Das ist ja ungut. Der Fahrt, danke. Na komm, greif über, du Feuer. Anfeuern. Das ist zutiefst unsympathisch. Das hat sich ja auch ausgezahlt. Ja, wenn wir die Häuser anfackeln wollten, dann hat das ja ausgezahlt. Plus die. Ja, doch nicht. Hat so ausgeschaut, als ob die reinlaufen würdet hätten. Dann halt nicht. Da bist du halt langweilig. Ei. Ei.
Ei, sagt der Pikinier dazu. Die Billigkeit ist zwei. Waffen geschultert, aber gern. Aber gern. Dritter Trailer von Detective Pikachu ist rausgekommen scheinbar. Echt? Den haben wir noch gesehen. Ja, es sind eigentlich eh nur Zusammenschnitte von dem, was man schon kennt. Mhm. Hast du im Kopf noch eine Klasse? Nicht genau, auf jeden Fall irgendwann im Mai. Das ist ja passiert, dem, also war. Nachdem die Welt geendet hat im Prinzip. Mhm. Du hast schon eigentlich einen Plan, was du noch machst. Ich weiß nur noch nicht. Und das noch, jetzt hätte ich fast halt noch Infinity War. Ganz genau. Dann ist eh alles wurscht. Jetzt freuen wir uns mal auf Captain Marvel. Wenn das Video rauskommt, sollte es eh schon bald kurz vor dem Kinostart sein. Na, schau, da haben wir schon ein bisschen was. Den ersten Attack werden wir dann im nächsten Part bestreiten. Können wir den vielleicht anfackeln? Ja, da auch, aber dann müssen wir da vorbei. Siehst du mal vorbei? Versuchen wir es beim unteren. Nein, kann ich mich nicht erinnern. Das Lied hat keinen Attack. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Was hat der gerade auf uns gezeigt? Mit knockerten Finger? Nein. Bitte das Abgrenzen funktioniert. Bitte, mir geht die ganze Story da zu schnell. Wie war das jetzt? Wer sind die Bösen? Nix wie sind. Eia. Nix wie sind. Maulei. Das Einzige, was ich weiß, ist Maulei. Das ist nicht viel. Jo, aber wie gesagt, geht gut voran. Im nächsten Part werden wir den Angriff mal geben auf die zwei Saladine. Hast du eigentlich schon irgendwas im Sinne für Abenteuer auf der Playstation demnächst? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich habe ich jetzt die letzten zwei Wochen nicht drüber nachgedacht, aber davor habe ich mir Gedanken gemacht. Ich bin nämlich auf dem Flohmarkt Ende November zwei relativ coole Spiele, das war beides Disney-Spiele, zwei PlayStation 1 Spiele relativ günstig geschossen und eine DVD und alles drei für 5 Euro über 10 Euro gegeben, weil er mir so sympathisch war. Also die Maschen, die er gehabt hat, ist bei mir voll aufgegangen und außerdem war es für einen guten Zweck, nämlich zur Erhaltung unserer Kirche. Und also ein Stand heute. Und das war zum einen Disney's Monster AG. Das habe ich schon mal kurz angezockt. Also es funktioniert. Das ist schon mal schön zu sehen. 3D-Jump'n'Run mit kleinen Aufbau. Zwarer, oder? Einser. 3D, der Einser. Ja, hallo. Ja, hallo. Es gibt so viel. Ne? Und ja. Die PlayStation 1 war ja eine 3D-Konsole. Und was noch? Und Disney's Lilo und Stitch. Zwar mit Disney, Vollgas. Na schau. Und jetzt dann möchte ich noch unbedingt, weil die ganzen Filme, die damals rausgekommen sind, alle für die PlayStation 1 ein Spiel gekriegt. Wo halt die Spielmechanik eigentlich immer dasselbe war oder mehr oder weniger dasselbe und einfach nur die Figuren austauscht wurden, sondern die Collectible Items und das alles austauscht wurden und an den jeweiligen Film angepasst worden sind. Und jetzt brauchen wir nur ein paar Leute aufgrund dessen und Lilo und Stitch geht auch, das ist mehr so eher linear, macht aber auch
relativ spaßig. Ich habe das erste Level gespielt, das ist nicht so schlecht. Ja, es sind halt Spiele aus der damaligen Zeit und ich finde es ganz cool. Und was ich unbedingt noch haben würde, das habe ich nämlich früher einmal bei einem Freund am Computer gespielt. Das wäre Disney's Hercules. Schön. Das möchte ich für die Ansage. Das habe ich bis jetzt leider noch nicht gefunden. Bin zwar öfters vor allem im Sommer immer auf den Flohmärkten unterwegs und auch bei den Händlern. Aber Disney's Hercules für die PS1 gibt's, aber ich hab's noch nicht gefunden. Gehst du dann immer durch und fragst, fühlst sicher, habt ihr das und das, oder? Ich schau mir alles durch, check die Preise und wenn ich prinzipiell einmal was finde, was um, wo ich weiß, dass relativ es billig ist, also dass das Spiel relativ günstig ist, dann kauf ich's. Und hab da meine Dealer unterwegs und kann es auch eventuell weiterverkaufen. Also, was ich mir wirklich cool gefunden, das war schon sehr ein bisschen arschlochmäßig, das war Castlevania, den Untertitel weiß ich leider nicht mehr, habe ich gefunden um auf einem Privatflohmarkt fast ein schlechtes Gewissen. Um 5 Euro. Und hab's um einem Händler um 70 verkauft. Also das war cool. Das hat den Rock zu Grinsen gebracht, oder? Ja. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit den alten Spielen und interessiert mich halt für das, dann kann man da schon ein bisschen ein Geld machen. Schulter der Waffen. Ja, schon. Sehr ehrenwert, wenn man sich bei sowas auskennt, muss man sagen. Da machen wir einen Speicherer. Ja, wie gesagt, die berittenen Bogenschützen reiten los, reiten dahin, aber sehen sich erst im nächsten Part wieder. Da kommt sogar die störende Musik, epische Musik, Entschuldigung. Aus dem ersten Stronghold. Na gut, wann jetzt damit dieses Gespräch und dieser Part zu einem wunderschönen Ende kommt, schaue ich meinen Let's Player-Kollegen ganz verträumt an. Wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Stellt die Rückenlehnen in eine aufrechte Position. Lasst euch warum in eine aufrechte liegende Position. Stellt euch selbst in eine liegende Position. Ja, und lasst euch in der Nacht nicht von den Bettwanzen essen. Also nicht aufessen, weil das kann böse enden, wenn es verteilt in den Mägen von den Bettwanzen seid. Und das hat alles Sinn, was ich erzähle. Deshalb. Danke, ich wollte heute sowieso nicht schlafen vor Albträumen. Vor Bettwanzen, da hab ich Angst davor. Ich hab zuerst eh nur 3 gesehen, also die schaffen die nicht. So blau wie du. Fix, Trick, okay. Track, Taktik und. Na egal. Fick. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bam! Deshalb. Grüß euch. Und Tüdelü.